verbindet. Und alle wollen ja gerne die historischen Spezialkoffer hier sehen. Mit der 213 einen exzellenten Start. Rolf Schwenke. Das ist Andreas Peter. Hat sich jetzt hier in Front gesetzt mit der 741 Christopher Warnkind. In diesem wirklich sehr kantigen Spezialkreuzer, dieser weiß-grüne. Sieht toll aus. Ist aber zurückgefallen auf die vierte Position. In der 741 wird dann doch jetzt durchgereicht, aber ein tolles Fahrzeug, das ist klasse. Das bei diesem Hobbyrennen in Berge diese tollen Autos nochmal in den Start gebracht werden. Historischen Spezialkoffer ist so, dass hier sechs Runden absolviert werden, anders als in den seriennahen Klassen. Am Ende des Feldes haben wir hier einen ganz interessanten Dreikampf. Wow, und ganz wild lavenzelt mit der 741 Wahnsinn. Jetzt aber leider was natürlich. Es führt immer noch Andreas Pfeffer. Oh, da sind noch ein paar Zeitprobleme. Tobias Strauß, der Tamo hier mit der Faust. An der Teilnahme vorbei. Also ich glaube, dem ist gerade das Messer in der Tasche aufgegangen. Aber man jetzt nicht genau erkennen kann, woran es lag. So vorne wird dann noch mal vielleicht ein bisschen hin. Aktuell auf 2 schickt sich an, den Druck auf den führenden Stepper zu erhöhen. Und wir gucken, die Fahrfolge ist jetzt in der vorletzten Runde. Vor Schubert. Aber da wird es eng. Im Kampf um die Spitze. Und Christopher Wahnsinn hier in den meisten Spezialkursen auch mit einem bewegenden Ritt. Kurz vor Stabil. Das ist auch toll zu sehen, wie die Fahrzeuge hier entwickelt haben. Die Ruhe vom Stand hier, also von den Kevin vor Schuchert. Und
Und da haben wir dann nochmal einen ganz tollen Zweikampf. Jetzt sind wir mal hier. Also Schnitzel auf den letzten Meter. So wie Frau gegen den besseren. Ende für Bernd Monik, der als Dritter abgewogen wird.